Und willkommen zu Batman Arkham Knight. Mein Name ist Rockstar. Ich bin Soul. Und ja, heute machen wir wieder Batman Action. Ja. Was machen wir denn heute? Ich muss dazu sagen, wir waren gemein. Wir haben offscreen etwas gemacht. Wir haben einen Riddler-Puppen getötet, weil wir ein bisschen was gucken wollten. Immer diese Ungewöhnung, ja. 70% haben wir? Ja. Okay. Wir sind fast fertig mit der Hauptstory. Nice. Wir haben 71% des gesamten Games. Ja, nice. Feuerwehrmänner müssten wir noch suchen, die Wagenscheiße könnten wir jetzt machen. Da haben wir ja auch Info. Da haben wir ja auch Info von. Riddler könnten wir auch machen. Ja, besiege Riddler, kehre zum. Achso, ja, letzte Prüfung zu bestehen kann man auch. Das ist meine Chance, Selina aus dem Waisenhaus zu befreien. Dieses kranke Spiel dauert schon viel zu lange. Genau! Das kranke Spiel mit dem Namen Arkham Knight dauert schon viel zu lange, bitte was. Ja, das stimmt auch. Der ist schon über 60 Parts. Scarecrow, Ivy, dieser Arkham Knight und seine Riesenarmee, ich verschwinde aus der Stadt. Ach, warum denn? Die ist doch schön. So, 200 Meter haben wir noch. So, du musst bedenken, ja, du kommst jetzt in den Raum rein, wo man ein Rätsel verpassen kann. Ja. Musst du mich drauf hinweisen, bitte? Nein, da weise ich dich ja direkt drauf hin. Ja, sag ich ja. Weis mich bitte direkt drauf hin. Ich weise dich drauf hin. Weise mich, mein Meister. Weise mich, okay. Wohin soll ich dich weisen? In die Klapse, ins Krankenhaus? Erzähl mir. Ja, eigentlich hätte ich gedacht, irgendwo, wo die Sonne niemals aufhört zu scheinen. Das wird schwierig. Wobei, das kriegen wir hin. Nein, jetzt habe ich die Folge aus dem Konzept gebracht. Und nein, hier, okay, was ist jetzt los? Guck mal, wie sie sich da unten regelt. Wie geht es dir? Perfekt. Ach, seit du den letzten Kurs verlassen hast, hat Eddie nichts gesagt. Ja, Eddie ist sauer. Du stößt auch jeden vor den Kopf, oder? Ja. Sie fragen nie höflich genug. Rar. Und jetzt? Ja, ins finale Examen rein. Ah, Final Exam. Ja, du musst ja schon reingehen. Muss ich das oder darf ich das? Nein, du musst. Um die Quest abzuschließen, musst du. Das war's. Noch durch einen Ring springen und ich bin frei, um Gotham auszurauben. So, das hier, eine seltsame Vorrichtung. Ja, ne, das ist das Rätsel. Ach so, und das sollte man verpassen können. Nein, nein, das nicht. Das ist der Schlüssel drin. Du musst jetzt noch einen Raum weiter. Weil da drin das Rätsel ist. Ach so, und wieso wird das hier angezeigt? Weil die Räume als einer gezählt werden. So, bevor du dich mit irgendwas beschäftigst, rennst du geradeaus durch? Ich renne geradeaus durch. Nach rechts. Nach rechts. An dieses Regal Sprengstoff, nee, mit dem Heckgerät dran. Ja. So, heck das mal auf da. Dunkler Ritter. Ich denke nicht, dass das der Plan war. Dunkler Plan. Doch nicht. Probier ein anderes. Nee, dunkler Plan ist es nicht. Aber irgendwas mit Plan. Vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Ach, Masterplan bestimmt. Nee, oben, oben irgendwo da, wo das M ist, weiter. Weiter nach zurück, in die andere Richtung. Nee, den Link weiter drin nach links. So, dass MA kommt. Also das M ist schon richtig. Masterplan, da ist es. So, jetzt öffnet sich dieses Regal. Ja. So, und da drin ist ein geheimer Raum. Okay. So, und wenn du jetzt in die Ego-Perspektive schaltest, siehst du ja diesen lustigen Helm da, diesen Football-Helm da, auf dem Tisch. Mitten auf dem grünen Plakat da. Das Ding musst du scannen. Schon gelöst? Ja. Denn wenn wir in Arkham City die Riddler-Klamotten gemacht hätten, ja, dann hätten wir gesehen, wie Batman Riddler diesen Helm aufgezwungen hat. Okay. So. Und er hat ihm quasi vorgegaukelt, dass das Ding noch aktiv sei.
Und sobald man stehen bleibt und in, also der hatte da so eine Vorrichtung mit Robotern und Scheinwerfern, und wenn du in die Scheinwerfer reingekommen wärst, wäre der Helm explodiert. Ach so. So, und Batman hat ihm vorgegaukelt, dass dieser Helm immer noch aktiv war, und somit ist er dann in seiner eigenen Todesfalle, ist er da umhergeirrt, wie so eine Art Irren, ja, und die haben ihm einfach in den Glauben gelassen. Das war super. So. Du musst mit Catwoman da rein. Catwoman kann sich auf die Schalter draufstellen und du musst oben rumgehen. Schön. Übers Gitter. Achso. Ich schätze, ich gehe dann wohl nach Hause, Eddie. Es wird einen Weg hineingeben. So, runter. So, wenn Catwoman sich auf diese Schalter stellt, werden diese Schalter blockiert. Okay. So. Und Batman muss dann quasi auf diese Generatoren schießen, um quasi die Blöcke hin und her zu schieben. Und halt der, wo sie draufsteht, der ist halt aktiv, der wird nicht hin und her geschoben. Ziel des Rätsels ist es immer, diesen Leuchtstrahl, der einen so an diese Obelisken aus Ark erinnert, in ein Loch reinfallen zu lassen. Also quasi den Block, der da drunter ist, der muss weg. Und jetzt musst du mit Batman erstmal das Stromding ausrüsten. Ja. So, mit Selina wechselst du nochmal. Also. Links auf den drauf. Auf den. Spielzeuge kann das doch sicher erledigen. So, wieder wechseln. Jetzt schießt du auf den rechten Generator. Ganz rechts hier in der untersten Reihe. Ach da. Und zwar so, dass der anzieht. Also RT. So. Jetzt schießt du auf den gegenüber vom Lichtstrahl mit RB. Stell dich mit Selina auf das Fragezeichen vor dem Strahl und dann wieder auf den Generator mit anziehen. Dann ist Dinge. Das schon fertig. Ja. Dann ist das schon fertig. Danach wird die Todesvorrichtung ausgelöst. Magic! So, Wechsel zu Kalina. Selina. Kalina, ja. Ja, Kalina. So, guck auf die Segel. Geduckt bleiben. RT. So, und jetzt rennen die da quasi mal durch. Und du musst halt drauf achten, wie die sich verändern. Okay. Also zum Beispiel jetzt, da passiert dir nichts und jetzt behalt die im Auge. Ändern sie sich oder ändern sie sich nicht? Nee, ändern sich nicht. Also kannst du da bleiben, passiert nichts. Und nachher wechseln die halt so ein bisschen immer noch die Form. Mm. Das ist halt, mit jedem Rätsel wird das ein bisschen anspruchsvoller. Das soll ein Rätsel sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Batman disst den Riddler. Intensivieren wir das Ganze. So. Und jetzt nochmal. Jetzt nochmal dasselbe Schauspiel. Du musst jetzt quasi wieder diesen Strahl hinbekommen, dass der in ein Loch reinfällt. Also du musst jetzt wieder zu Batman, beziehungsweise musst... Mit Selina? Musst hier vorne links, würde ich als erstes hingehen. Hier? Ja. Nee, ganz links. Du wirst nicht gewinnen! So, jetzt wieder zu Batman wechseln. Den links oben, den Generator anschießen, dass er anzieht. Den? Ja. So, dann wieder mit Selina rechts neben das Ding, wo der... Ah, scheiße, doch nicht. Warte mal. Zurück. Weil es sind jetzt ja zwei. Ja. So. Du kannst quasi... Ja, jetzt ist eine gute Frage. Ja, okay, Sherlock? Ich habe eine Idee. Auf den Generator ganz rechts. Den ersten. Ja. Da schießt du drauf, dass der abstößt, also RB. Womit haben wir den ersten Strahl schon mal befreit. Jetzt gehst du auf Fragezeichen. Wechsel mal zu Selina. Einen nach rechts wieder. Einen nach da. Da. Ja. Bleibst da stehen, auf den Generator oben drüber anziehen. Und wo ist oben drüber da? Ja, genau da drüber anziehen. Damit du das kriegst. So, jetzt. Stellst du dich ganz links auf das Fragezeichen neben dem Strahl, dass die das wieder blockiert, dann wieder den Generator in der Reihe suchen und auch wieder auf anziehen. Also, nein, nicht der! Auf der anderen Seite, das Loch ist doch hier rechts jetzt. Ja, siehst du? Auf der Seite? Ja, auf der Seite. Auf der Welchen? Rechten. Den? Der in der Reihe. Das ist, glaube ich, guck mal in die Reihe. Ja, so, fertig. Also recht simpel eigentlich. So, mit Selina darfst du dich jetzt wieder ducken, weil das Dringen da jetzt wieder am Rad dreht. Da siehst du, wie es sich gewandelt hat. Also da musst du dann einfach nur hin und her laufen. Alternativ könnte man auch einfach oben an die Decke springen. Könnte man, aber nicht, dass sich der Riddler deswegen beleidigt fühlt. Ja, nee. Das, wir wollen ihn ja schon ein bisschen hier
Wir wollten ihm ja die Ehre gebühren, die ihm gehört, ne? Das war knapp. Aber warum? Die hat sich halt jetzt nur die Haare schneiden lassen. Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es. Das Ende. Das letzte Rätsel. So. Wieder nur zwei oder sind es mehr? Nee, wieder nur zwei. Auf der rechten Seite, den in der Mitte. Auf Anziehen. Zack. So. Dann oben links den. In der oberen Reihe. Hast du den Strahl schon mal durch. Den oben in der oberen Reihe rechts. Ganz rechts. Auf Anziehen. Nee, obere Reihe, nicht rechte Reihe. Obere Reihe ganz rechts. Ganz rechts. Ja, chill. Chill. So. Jetzt muss Selina erst blockieren. Links neben dem Strahl. Nee, andere Seite. Und jetzt quasi unter in rechte Reihe ganz rechts und fertig. Drops gelutscht. Voll das Rätsel, Alter! Mein Fuck-Rätsel, Junge! Wow! Erledigt. Oh, der Schlüssel ist beim Eingang. Los. Das war knapp! Was tust du? Was tust du? Du bist tot. Was tust du? Ich dachte, das wollte sich ändern. Nein. Doch. Du darfst doch nicht davon ausgehen, dass sich das ändert. Das ist der Riddler. In Katzenjahren hattest du ein sehr langes Leben. Ja, scheiß auf Katzenjahren. Ganz ehrlich. Nein, das eventuell darfst du jetzt das ganze Rätsel nochmal machen. Eventuell nicht. Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Oder? Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Wir wechseln. Das ist es. Achso, letzte Dings. Glück gehabt. Ich habe immer Glück. Und wenn ich nicht Glück hab, mache ich mir immer ein Glück. Aha. So. Aha. Was gibt's da zu Ahan wieder? Ja, alles. Mein Freund. Was war das jetzt so? Mui Friend. Ja. Und jetzt einfach rechts unten. Er hat's dir sogar noch leichter gemacht. Einige der Würfel anhalten, wenn ich die Ladung abfeuere. So, wechsel. Ich würde sagen, das ist mein Job. Geh hier ganz links und dass du oben an die Decke springen kannst. Erledigt. RB, immer noch RB. Beim Eingang. So, da passiert jetzt gar nichts mehr. Warte kurz, damit ich mich fangen kann. Ja, sehr spannend. Woo! So mähe ich auch meinen Rasen jeden Sommer. Echt? Ja. Ich gehe so immer zum Friseur. Ach so, ja, versteht man. Du kannst jederzeit gehen. Wusste ich doch. Ich weiche nur gern den Sägeblättern aus. Ja, das tue ich auch gerne. Boah, und wie gern sie das macht. Ja. Aber hier, das ist schon gut zum Rasenmähen, weil der Rasen wird dann auf 0,03 mm immer getrimmt. Weißt du, dann hast du eine super Liegefläche im Sommer zum Grillen und zum Drauflegen. Ich glaube nicht, dass das auf 0,03 mm getrimmt wird. Doch, ich sag das. Ich glaube eher, das wird auf minus 0,15 mm umgegraben. Ja, weißt du? Und wenn du ich glaube, du kannst einfach oben rum rausgehen. Also wir wollen ihm jetzt auch nicht zu viel Credit geben. Der Schlüssel ist beim Eingang. Los. Oh, du kleiner Charmeur, du. Warte kurz. Wo ist der Eingang? Andere Seite. Nein, andere Seite. Wie nein, andere Seite? Andere Seite. Willst du mich verarschen? Was von der anderen Seite? Nimm einfach die Tür. Ja, sagst andere Seite, dann denke ich wieder hinten andere Seite. Ist egal. Nein, nichts egal. Nichts egal. Ist gut jetzt. Hol die Schlüssel und gut. Mein Gott, was für eine Folge. So klaut Batman immer Autos. Batman klaut keine Autos. Batman hat die Fernbedienung und öffnet einfach alle Autos. Wuhu! Oh. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Oh. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Nigma, wo bist du? Hast du verlassen oder was? Ja. Okay, dann verlass dich. Ja. Ab durch die Tür. Ja. Und hier passiert bestimmt was Mindfuckiges. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Viel Glück dabei.
Sag ich doch, es passiert was mein Fuckiges. Nein, es ist passiert im Prinzip nicht. Was für eine kranke Erfindung hat der dann jetzt da gebastelt? Nichts. Ah, sein Cape hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Oder ist das was vollkommen gescriptetes oder was? Ja. Stylisch. Ich will gar nicht wissen, was die beiden für perverse Spielchen im Bett machen können. Ja, verprügeln die Roboter und Lügner, du dummer Amateur. Und lass dich vom Müll landen. Nein, die Roten sind nicht für dich. Ja, chill. Wenn du nicht selber einsehen willst, dass du dein offensichtlich. Nein, die Blauen sind nicht für dich. Wer soll das denn? Die Blauen für Batman? Die Orangen für die Roten? Nein, ich meine, guck mal, diese Dinger. Ich sehe das. Verstehe also, dunkle Ritter. Vor allem jetzt weißt du, warum ich dir gesagt habe, fang erstmal mit Arkham Asylum an. Mit dem Kampfsystem, weil sowas ist. Nein, da das ist jetzt wieder nur ein Durcheinander. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist eine Kampfherausforderung hier. Das wird vorausgesetzt, dass du das machst. Fertig. Nee, ich meine, egal, du verstehst mich nicht. Doch, ich verstehe dich schon. Da ist Durcheinander, das ist richtig, aber. Wenn du drin bist, richtig im Kampfsystem, vor allem von dem Spiel hier, dann siehst du das Durcheinander nicht, sondern siehst Ordnung. So, Ja, du musst aber wieder angehen. Nein, das ist einfach so. Du wirst das selber sehen. Ganz bestimmt, ja. Du wirst das selber so sehen. Zeit, dich in Luft aufzulösen! Knie! Genau. Und jetzt? Genug! Das ist würdelos! Du bist würdelos! Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Die Ehre musst du dir verdienen! Löse jedes einzelne Rätsel in dieser Stadt, dann kämpfe ich, Batman! Aber kein Ich glaube, das ist der Grund. Wir können dich auch ich glaube, das lassen, ist der Grund, warum los, diese Batman. Aufgabe so gut wie kaum einer gelöst hat. Ich war die ganze Nacht hier eingesperrt, okay. Süßer. Gehen wir. Guck mal, ich bin ihr Süßer. Ich glaube, jeder ist ihr Süßer. Schlampe. Joker? Flittchen. Oh, frische Luft, Freiheit und ja, Dunkelheit. Hört sich auch nach meiner Traumfrau an. Freiheit, Dunkelheit, okay. Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits... Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Natürlich gibt es das. Ja, das war ja nicht ganz weiter. Niemals. Ziehst du dir auch mal eine Nacht frei? Ziehst du dir auch mal den Anzug auf? Nur nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Das ist auch nicht dein Maul halten, oder? Schau mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Tja, und jetzt haben wir mit dieser Aufgabe erst wieder was zu tun, wenn wir alle Rätsel gelöst haben. Ja, haben wir jetzt bald. 84%. Ja. Ja, was machen wir denn? Na, 18 Minuten? Was machen wir denn? In 2 Minuten? Ja. 2 Minuten kannst du nichts machen. Ja klar. Nein. Klar. Nein. Ja klar, irgendwo hinfliegen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Die Randalierer haben die Feuerwehrleute als Geiseln genommen. Ich finde, werden sie das bereuen. So, noch einen schönen Sightseeing-Tour durch Gotham. Ja, gleite nur nicht zum Eisberg. Das ist eine Sidequest, die durch diesen Season Pass beziehungsweise durch diese Season of Infamy dazu kam. Ach so. Was wir irgendwann vielleicht mal als DLC machen. Irgendwann. Wenn das Spiel flüssig läuft. Also niemals. Nein, wenn ich so eine Grafikkarte habe, läuft das schon. Wobei ich sagen muss, es läuft relativ flüssig. Ja, klar. Ich müsste mal wieder einen Benchmark-Test machen, jetzt mit der Anstrengung. Ja, wie auch immer, mit dieser sensationalen Flugshow sagen wir zu dieser Stelle See you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl abgeht in Batman Arkham Knight. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.